das letzte Video für mich hier in den Schweizer Bergen und dann ziehe ich um nach Winterthur. Ich bin jetzt gerade am Packen, aber ich wollte noch unbedingt noch dieses Video drehen. Also wir fangen jetzt für Elise von Ludwig van Beethoven. Dieses Stück möchte ich schon lange, lange auf meinem Kanal sehen, weil es ist einfach ein Standard der klassischen Musik. Viele, viele Menschen lieben dieses Stück und viele, viele Pianisten möchten dieses Stück spielen. Das, was ich oft sehe, ist, dass Anfänger dieses Stück spielen möchten. Das ist aber eigentlich kein Stück für Anfänger. Deswegen bekommt es bei mir eine rote Ecke, also es ist für Fortgeschrittene. Wenn du Anfänger bist, dann kannst du es gerne spielen, aber nur der Anfang. Ich werde es dann sagen im Video. Also der Anfang kannst du auf jeden Fall spielen als Anfänger. Nachher geht nicht mehr, ist nur für Fortgeschrittene. Da kommen 32stel, das geht super schnell und es kommen dann auch andere Schwierigkeiten. Und da muss man schon ja, einige Kenntnisse und Können am Klavier haben, dass man das beherrschen kann. Die Noten findest du auf meiner Webseite, dort kannst du sie herunterladen und ausdrucken. Ich stelle noch einen Link unter dem Video. Und so kannst du auch wirklich mit den gleichen Noten, mit den gleichen Taktzahlen, kannst du mit den gleichen Taktzahlen arbeiten wie im Tutorial. Weil je nach Verlag wird es ein bisschen anders gekennzeichnet, die Wiederholungszeichen sind vielleicht anders und so weiter. Also hol dir die Noten, schau die Noten an auf meiner Webseite. Jetzt starten wir! In diesem Stück sind wir in A-Moll, das heißt, wir haben kein Vorzeichen im Schlüssel, aber Achtung, wir haben immer wieder Vorzeichen im Stück selbst. Zum Beispiel ganz am Anfang haben wir ein Dis, also ein D mit Kreuz. Wir haben 3/8-Takt. 3/8 ist eher ungewöhnlich, gibt es nicht so oft. 3/8-Takt, das ist das gleiche wie 6/16. Also wir haben in diesem Stück fast nur 16. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Info zu bemerken. Also du musst bemerken, dass wir am Anfang nur 16 haben. Und zwar immer ohne Pause. Fast ohne Pause. Immer. Immer weiter. Hör mal zu. 16, immer weiter. Auch hier, immer weiter geht's. Klingt schrecklich, wenn ich so spiele, aber es sind immer weitere 16, ohne Pause. Immer, immer bis zur ersten Klammer. Da haben wir am Ende der ersten Klammer eine 16 Pause. Sonst keine Pause. Nada. Nichto. Rien du tout. Keine Pause. Also, ich werde dir die Töne sagen, ganz einfach. Rechts und links gleich. Also nicht getrennt, sondern immer gleich jetzt. Und das musst du dann ganz regelmäßig spielen. Das ist das Erste. Also ohne Pause. Und am besten dann in 3 Schläge. 3 in jedem Takt. Wenn ich das in den Noten zeige, ich weiß es nicht, ich habe jetzt den Fokus raus, damit die Kamera nicht hin und her springt, aber hier hast du am Anfang einen Schlag, da bei dem Auftakt. Und dann hier ein Schlag und hier ein Schlag und hier ein Schlag. Also es sind 1, 2, 3. Und dann beim nächsten Takt hier ein Schlag. Und hier ist der zweite Schlag. Und hier der dritte Schlag. Und so weiter durch das ganze Stück.
Hier am Schluss haben wir eine Wiederholung, das heißt, es gibt nur zwei Schläge. Und dann wird der Auftakt hier, die 2/16, werden wiederholt. Dann haben wir 1, 2, 3 Schläge. Wir fangen mit der rechten Hand auf E2. Hier ist das mittlere C. E1, E2. Also, E, dies, das ist der Auftakt. Dann Takt 1, E, dies, E, H, D, C, A. Noch einmal das. E, dies, E, dies, E, H, D, C, A. Und jetzt mit dem A hier spiele ich auch A unten. Hier ist schon ein A unter die Mitte, unter der Mitte, und das nächste A ist es. Also hier zusammendrücken, beide A. Dann kommt E in der linken Hand und A. Rechte Hand geht zum C, zum mittleren C. C, E, A. Jetzt H hier mit E im Bass. Zusammen. Nachher da die Oktave E und gieß über den Daumen. E. Gieß. H. Jetzt wieder zusammen. Jetzt habe ich A mit der linken Hand und C mit der rechten Hand. Nachher E. A. Nochmal das. E, dies, E, dies, E, H, D, C, A, E, A, C, E, A, zusammen. E, dies, E, dies, H, zusammen, A und C, E, A. Wiederholt, jetzt wieder E oben, dies, E, dies, E, H, D, C, zusammen die zwei A, E, A, C, E, A, zusammen E und H, E, dies, E. Jetzt ist es anders, jetzt haben wir C, H und 2a. Wir sind jetzt bei der ersten Klammer. Und noch E, A. Also es wird wiederholt. Nur am Schluss, kurz vor der ersten Klammer, haben wir zwei andere Noten. Wir haben dann C und H. A. Das erste Mal war Gis und H im Takt 3. Jetzt zähle ich alle drei Schläge. Ich fange mit einem dritten Schlag an, weil wir haben einen Auftakt. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Es gibt nicht, dass man das so spielt. Schnell die rechte Hand und dann ganz langsam die linke Hand. Und wieder schnell und wieder ganz langsam. Also dieser Fehler höre ich sehr oft, deswegen sage ich das extra hier. Nein, es geht von einer Hand zur anderen und es bleibt immer gleich schnell. Wenn du damit Mühe hast, wirklich, dass die linke Hand den Tempo von der rechten Hand übernimmt, dann kannst du es auch mit dem Fuß spielen, dass der Fuß alle drei Schläge schlägt. Oder mit dem Metronom, ganz langsam am Anfang, du musst es nicht schnell spielen. Aber dass du dir
vom Anfang an gewöhnst, wirklich ganz regelmäßig. Entschuldigung, wenn ich falsch singe, aber du weißt, was ich meine. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Spiel regelmäßig. Lieber ganz langsam, aber dafür regelmäßig. Das Tempo kommt dann mit der Zeit und es ist sowieso nicht so schnell. Also es steht zwar poco moto, also schon ein bisschen Gas geben, aber es ist nicht so schnell. Also das, was schnell ist, ist dann, wenn wir die 32. haben auf der nächsten Seite. Diese 8 Takte werden nach der ersten Klammer wiederholt. Das heißt, wenn ich hier anfange mit der ersten Klammer, fange ich nochmals von vorne an. Ganz regelmäßig. Wieder 2a, E, A, das bleibt wirklich gleich. Danach kommt aber 3 Sechzehntel und die kommen gleich dieses Mal, also keine Pause mehr einlegen. Es steht zwar Pausen im Takt, aber die sind einfach, während die rechte Hand spielt dann. Wir spielen jetzt mit der rechten Hand H, C, D und nachher kommt E, im nächsten Takt. Das zeige ich dir nachher im nächsten Video. Also H, C und D sind dann in der zweiten Klammer am Schluss. Jetzt zum Pedal. Das ist jetzt ein bisschen ein heikles Thema, weil ich mache es wirklich nach dem Gehör. Je nach Klavier benutze ich mehr oder weniger Pedal, weil zum Beispiel auf deinem E-Piano, auf meinem mindestens, ist es wirklich so, dass man das Pedal nicht so stark hört. Und es gibt Klaviere, wo wenn man das Pedal benutzt, dass es gleich sehr viel Klang, sehr viel Raum gibt. Und bei diesem Stück ist es dann ein bisschen gefährlich, weil wir haben am Anfang eine kleine Sekunde. Und wenn das mit Pedal gespielt wird, dann klingt es natürlich schmutzig einfach. Man sollte das eigentlich nicht mit Pedal spielen. Du kannst dich an den Pad orientieren. Also wenn du Pad siehst in den Noten, dann kannst du das Pedal wechseln. Also das heißt, Takt 2 nimmst du das Pedal und im nächsten Takt wechselst du und wieder wechseln im nächsten Takt, dann auslassen. Weil wir haben wieder E, dies, E und dann Takt 6 wieder mit Pedal und so weiter. Also du kannst dich wirklich in den Noten orientieren an diesem Pad. Oder du machst es so wie ich. Ich nehme am Anfang ganz bisschen, aber vorsichtig das Pedal und hier viel mehr. Dann drücke ich wirklich ins Pedal. Am Anfang, ich bin nur ein bisschen so im Pedal. Ja. Schneller gespielt. Wenn du wirklich diese 3 Schläge geübt hast, dann kannst du natürlich Musik machen und wirklich schön spielen, ein bisschen schneller. Und die Bewegungen auskosten. Dann wirklich das Ganze. Das sind schöne, schöne Phrasen, schöne Bewegungen mit der Hand. Immer ganz schön locker. Nicht wie Stäbe spielen, also nicht so.
natürlich schrecklich. Also wir haben ein Pianissimo, also wirklich das Ganze so richtig fein spielen und ausspielen, wie Perlen. Ups. Richtig ausspielen, also das ist ein schönes Wort. Ausspielen, nicht einfach so runterhacken, oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann, also nicht so sehr rhythmisch, sondern dann wirklich ausspielen. Aber vorher wirklich diese drei Schläge spüren. Das ist super, super, super wichtig und das werde ich sicher in den nächsten Tutorials immer wiederholen, dass du diese Regelmäßigkeit wirklich bekommst. So, das war's für heute. Ich wünsche dir viel Spaß schon mit dem Anfang und wir sehen uns im nächsten Tutorial.